Irgendwie war meine Internetverbindung gerade ganz schlecht. Ja, true. Und mal gekribbelt im Bauch. War ich schon insane, Alter. Oder ich habe für 100 Subs habe ich meinen Namen geändert. Weil das unrealistisch war. Und, oh, jetzt, und jetzt ist es einfach ein Train, Digga. Also man muss sich überlegen, oh, welche Dimension das ist, ne? Und das sind. Ja. Ich feiere es. Stimmt, daran denkt man gar nicht so. Ja, oder das sind. Also, ich muss sagen, da bin ich froh, echt. Ich bin ein Mensch, der sehr oft an alte Sachen zurückblickt und dann immer realisiert, wo man dann steht. Also ich weiß noch, wo ich geradet wurde mit 100 Leuten und dachte, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und ich darf heute selber Leute mit 100 Leuten raiden. Mhm. Wie viel hast du denn aktuell gerade? 85. Ja, oh, easy. Also das ist halt so manchmal super surreal. Mods, die zu Freunde geworden sind. Echt? Wer denn? Ich. ich habe Mari gefunden im Engine. Schon länger. Ich hatte Handschellen. Okay. Einer ist weggefressen worden, ne? Ich weiß nur, dass der Asa hat im Disconnect. Fleschke war nicht Clean Humi und Ninufa. Aber Ich würde Yoshi für den Flash rausnehmen, der kam dann gerade irgendwo her. Ich nehme mich für beide Kills raus, ich bin Crewmate. Geil. Ich bin dein Prosecutor, ich will dich trotzdem raus haben. Ja, mach mal. Nee, noch nicht. Wo ist gleich das, Maggie? Engine. Das ist so verwirrend. Ich war im Indoor-Garten und hab da meine Meteoriten gemacht. Und hab dann halt nur Mari da oben am Fenster gesehen und dann ist halt weitergelaufen und dann kam direkt der Flash und ich dachte mir so, ja, okay, dann kann ich Mari rausnehmen auf jeden Fall. Ja, gut, Mari war wahrscheinlich der Flash. Ich hab das nicht dann gemacht, während des Flashes. Ja, ich kann Sterne aber, wie er sagt, auch rausnehmen. Laura wahrscheinlich auch, weil der Flash kam, als Laura beim Fenster langgelaufen ist. Ja, und ich war dann in den Schaltern und im Flash und dann hab ich dich kommen sehen. Bleiben für den Flash ja gar nicht mehr viele übrig. Ja, besser als wie wenn der Flash nicht gekommen wäre, ne? Mhm. Flash mich nochmal. Als wäre es das erste Mal. Yes, Yoshi, ja. Wir sind die schlechteste Band aller Zeiten. Von euch, so mal, was ihr so, wo ihr so wart. Alex, ich danke dir vielmals für den Support. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Kuss. Im Indoor-Garten und bin richtig vielen Dank nochmal. Aber vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ne? Bin ich gerade runter zur Aktie gelaufen. Bitte vergleicht euch niemals mit dem anderen. Das sind ja auch, glaube ich, zwei jeder, der, wie gesagt, ein Lurk alleine supportet extrem viel. Und alles andere ist einfach nur ein On-Top. Wo liegt die Leiche? Nicht einfach nur, also es ist ein krasses On-Top. Engine liegt die Leiche. Liegt schon länger. Ich wollte reporten, ich hatte Handschellen. Was der Deputy, der jetzt schon Handschellen. Ja, das war nicht der Flash. Okay. So, der Flash John. Strick aus feiner. Ich kann euch sagen, der Kill war sogar genau 24 Sekunden alt. Wurde Mari das letzte Mal gesehen? Keine Ahnung. Irgendjemand hat doch gesagt, Mari? Engine liegt Mari. Das war Laura. Das war Mari. Ich wusste, ich dachte, die andere Leiche. Nee, ist Mari. Oh, yes, ist Trickster. Die Trickster-Boxen liegen alle in Cafeteria. Und er macht das eigentlich immer, um seine Fähigkeiten nutzen zu können. Ja, also der macht das halt oft. Ja, also Meta. 90% von meinem Gameplay ist Meta. Also der Trickster ist ganz schön lost. Mhm. Ja. Na, ich glaube tatsächlich. Naja, ich sag nichts. Also ich sag dir so, wie es ist. Hast du die gleiche Vermutung? Also ich glaube, die Person wird sich gleich selber zu Wort melden, die ich nennen würde für Trickster. Also ich sag nichts dazu. Oh.
Aber yes. Ich glaube, wir vermuten. Also, ja, wollte ich gerade sagen. Also, diese Trickster-Boxen sehen sehr nach mir aus. Also, an der Stelle vote ich mich auch schon selber, wie die recht hat. So würde ich meine Trickster-Boxen platzieren. Ja, ich habe auch noch einen zweiten Grund, dass ich dich sassen würde. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, eher so 90%, dass, ja, wo ich losgelaufen bin, du auch noch in der Cafeteria warst, oben links an der Ecke. Also ich will, da steht gar auch so eine vom Zeitraum her. Würde das passen, dass man alle drei in der Zeit da platziert? Ich will euch gar nicht so unterbrechen, aber Nino hätte reportet. Sorry. Ja, ich dachte, ich lasse euch mal ausreden. Nee, wir haben nur dumm labert. Erzähl. Also, ich bin unten in Desk reingelaufen, wollte Richtung Oxygen und da liegt im Gang Tiny Lara. Oh! Links vom Vent. Oh. Jest? Ich bin noch in Oxygen. Ich bin gerade mit Blue Sheep und noch jemand im Lab oben. Also ich kann euch sagen... Du bist vor mir rausgelaufen. Ja, guck mal. Okay, das ist aber ein bisschen näher, ne? Ja, ich bin... Du bist mir gecrossed direkt in der Kreuzung da unten. Das ist richtig. Da bin ich reingelaufen und da war, glaube ich, Laura drin. Genau. Und jetzt bin ich alleine an Simon's Desk. Genau. Als ich rausgelaufen bin, habe ich auch ein Desk gesehen, dass Maggie da am Download steht. Ja, stimmt. Wer von euch hat mich denn hier super, super lieb? Ich weiß nicht. Ich hab dich super, super lieb. Ich will dich mehr ablecken. Keine, ich hab dich geschnitzelt, den Homie. Ich hab dich super toll lieb. Aber ja, irgendwer wollte noch was Produktives sagen. Ja, also ich würde Nino rausnehmen für den Trickster und sie müsste mich eigentlich auch rausnehmen, weil wir am Anfang der Runde zweimal um den Table gelaufen sind und du hast 15 Sekunden Cooldown auf eine Trickster-Box. Also ich hätte nicht die Zeit gehabt, drei zu platzieren. Aber dann müsst ihr doch gesehen haben, wer bei euch war. Weil die drei Boxen wurden in der ersten Runde platziert. Ja, müssen ja. Ich glaube tatsächlich, das können, also Asa stand noch lange, bevor sie rausgeflogen ist in Cafeteria. Also wenn die in der ersten Runde gewesen wären, dann bist du Chameleon? Nein, bin ich nicht. Wer ist denn Chameleon? Irgendeiner. Weil der könnte auch Trickster sein. Ich bin Chameleon. Meinst du, der ist von einem Punkt zum anderen gegangen? Nein, er könnte Trickster sein. Okay. Also guck mal, Jess ist sus dafür. Der war auch genau in dem Raum. Die andere Person, die ihn rausnimmt, ist die Person, die mit ihm genauso lange da war und somit auch die einzige weitere Person ist, die sus ist. Die Saves sind sus, oder? Das stimmt, Blazer. Also bei mir den Hype Train Level 10 zu erreichen ist schwieriger. To be fair. Ja. Das ist eine Einstellung, die du treffen kannst. Auf meinem Weg. Dadurch, dass ich ja immer wieder Events habe und so, die mit Hype-Trains verbunden waren, habe ich das Maximum quasi, was man als Affiliate haben kann. That's right. Und der Killer ist Outdoor-Garden rausgelaufen. Okay, leider konnte ich nicht reporten. Du kannst die Schwierigkeit eines Hype-Trains einstellen. Wo Outdoor-Garden rausgelaufen? Die liegt ja direkt an der Tür. Ich bin hochgelaufen, ich habe mir die Gießkanne unten abgeholt, bin nach oben gelaufen. Die Leiche ist noch umgefallen, ich wollte reporten. Ist, glaube ich, oben dann rausgelaufen. Derjenige ist oben rausgelaufen. Ich konnte nur leider nicht mehr sehen, wer es war. Konntest du Ninofar sehen, wie sie reportet hat? Nee. Okay, ganz kurz, ne? Ich bin jetzt Outdoor-Garden, genau bei, so, keine Ahnung, einen halben Zentimeter über dem G und A. Also ich habe sie aber nicht gesehen. Oh, könnte der an mir umgefallen sein? Aber ganz kurz. Ich dachte, du hast gesehen, dass jemand. Weil, Jess, du bist an ihr vorbeigelaufen. Ja, sie stand eben noch in Desk drin. Also, ich war in Desk, hab den Download gemacht, genau. Und dann bin ich rübergelaufen durch Electrical durch und dann liegt da Kyra. Das macht dich in meinen Augen super sus. Weil, wenn du an ihr vorbeiläufst und sie hinter dir ist und vor dir jemand killt und nach oben abhaut, wie kann das dann noch Nino sein? Ich habe doch Nino gar nicht als Killer gekonnt. Nee, aber was mich auf dich jetzt gerade sass macht, ist, du sagst, du hast noch wen weglaufen sehen und dann sagst du, oder ist die Person an mir umgefallen? Nein, weil jetzt gesagt wurde, ich hätte Nino gesehen. Es kann sein, wenn Warlock-mäßig, ob die Person an mir umgefallen wäre, weil Nino jetzt reportet hat, ich sie aber nicht gesehen habe. Ja, das macht doch Sinn. Dann hast du doch aber niemanden oben weglaufen sehen. Doch, kann ja sein. Der Leiche. Ich bin ja hochgelaufen, das kann durchaus sein. Also ich bin in Edmund reingelaufen, je nachdem wie alt der Kill ist etc. Aber eine Frage habe ich, ne? Guck mal, in der ersten Runde müssen die Trickster-Boxen in Admin gelegt werden. Nino und Jess behaupten, die seien da im Kreis gelaufen und aufgrund dessen nimmt Nino Jess raus, weil er nicht die Zeit hatte.
Aber wenn du ihn da die ganze Zeit gesehen hast, dann müsst ihr den Trickster gesehen haben. Weil die Trickster-Boxen liegen nicht aufeinander. Die nehmen sich nicht viel raus. Lass dich mal bitte aussprechen. Ja. Zwei Runden um den Tisch. Und du hast 15 Sekunden Kill-Cooldown. Und dann wart ihr weg aus Admin, oder was? Ja, und dann waren wir weg und wir waren okay. Das war mein... Nehmen sich zu viel raus hier von meinem Geschmack. Wenn ein Sheriff ist, ich würde auf beide schießen. Wir waren nicht mehr dort, Zitat. Obwohl ihr euch wahrscheinlich getrennt habt. Übrigens, an den Deputy ist blöd, mich zu handcuffen. Der Deputy ist generell blöd, der hat mich auch gehandcufft. Wie lange streamst du eigentlich selber schon? Oh, Curly. Ach fuck, wen hast du reported von den beiden? Wen habe ich reported? Curly? Oder? Ich glaube Laura, es war glaube ich das hellere Pink. Curly ist aber auch nicht alt. Wo hast du denn reported, Yoshi? Ich habe unten auf dem Weg zu Desk reported. Dann kannst du Curly reported haben, weil die ist da hingelaufen gerade. Ich habe Curly gerade eben noch links beim Medical gesehen. Dementsprechend glaube ich. Ja, ja. Wo bist du da hin? Mit Stern war ich in Cafeteria, bin runtergelaufen Richtung Desk und da liegt Curly. Ja, meine ich nämlich. Curly war gerade nämlich in Oxygen drin. Wer wurde letzte Runde nochmal reported? Letzte Runde Kyra. Nino, oder? Kyra. Ah, nee, okay. Nino war Sass, sorry. Also Smiggy, ich war mit dir und Laura oben in Admin, wenn du das meinst, gerade eben noch. Dann würde ich für den Kill letzte Runde tatsächlich Yes sehr in den Sass ziehen. Die beiden Nino. Das macht doch noch weniger Sinn. Die nehmen sich zu sehr raus. Nein, guck mal, das Ding ist, lass uns mal auf diesen Kill jetzt eingehen, ne? Yoshi ist das unten Curly reported. Ich bin mir ziemlich sicher, Laura liegt oben in Admin. Einen Stern würde ich für den Kill rausnehmen. Laura kann nicht in Admin liegen, die ist mit mir aus Admin rausgelaufen und dann nach rechts weg, während ich in Medical reingelaufen bin. Nach rechts weg? Nach rechts weg. Ja, wir sind von oben ich bin in Electrical runtergelaufen. Also ja, wir sind aus Admin raus, ich bin in Medical rein und sie ist nicht mit mir in Medical rein, sondern rechts an Medical vorbei quasi auf der Map. Also irgendwo in Autokarten wird sie liegen. Also würde ich jetzt zumindest sagen, es ist nicht lange her, dass ich sie gesehen habe. Also kann ich mal ganz kurz noch Yes eine Begründung hören? In dieser Runde sind wir einmal hoch durch Lower Deacon, hoch zu durch Laboratory zur Upper Deacon gelaufen und danach wieder zurück. Was war deine Intention? Ich hab gedacht, du bist Safe Killer und wollt dir hinterherlaufen und dann habe ich also sofort, als Kill Cooldown ab war, bin ich vor dir weggelaufen. Nee, ich bin oben nach Upper Deacon gelaufen, weil ich dachte, das ist meine Task und da habe ich gemerkt, die ist außen. Und dann bin ich zurückgelaufen und du auch. Vom Meeting her, wie du letzte Runde die Runde davor gesprochen hast, fand ich, warst du sehr Killer. Nee, der hat einfach nur nicht verstanden, warum Nino hast. Ja, also Nino ist safe gewesen. Blue Sheep hätte diesen Kill auch nicht machen können. Jest war und Clean Homie waren beide in Lab. Oder rechts auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die den Kill gemacht haben können. Oh Gott, ich wollte gerade in den Vent springen. Oder was ist das für ein dummer Vent? Der hat mir ja gar nichts. Hallo, ist da jemand? Ja, wo sind die alle? Ja. Oh. Viele Kills, meine Güte. Das geht mir langsam auf den Keks. Wer hat den Keks geklaut? Ne, es war ein Schaf, das ist jetzt da tot auf dem Boden. Wo denn? I'm sorry. Wo denn? Schon wieder ein Electrical. Okay. Ich nehme mich selber dafür raus. Das waren gerade zwei Leute in Outdoor Garden und glaube drei Leute bei Laboratory. Ich stehe in Admin drin. Und ich hatte das Gefühl, es ist jemand gewendet. Jess, ist in den Lab drin.
Ja. Ich bin im Outdoor-Garten. Drei Leute waren da. Unterwegs. Montag. Und weiß einer, wie alt der Kill ungefähr ist? Keine Ahnung. Ist das noch mit dieser Dingstas, wo du die Förmchen da reinmachst, dass es Blatt umspringt? Ich glaube, kann ja durchaus sein. Dann ist das frisch. Yoshi, wo hat es? Wird auch eben nochmal reportet. Ich hab's nicht ganz. Unter Desk oder in Desk? Aber guck mal. Bei Desk, also neben Desk. Ah, okay. Ja, ganz kurz. Es macht ja absolut keinen Sinn, dass Nino hier reportet. Wenn sie den Bait davor erwischt hat, also dreimal den Bait erwischen, funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn sie so hart sus ist, und obviously Leute quasi verstreut sind, warum soll sie hingehen und dann reporten? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe zuletzt Stern oder Blue Sheep bei Oxygen gesehen. Hä? Ich bin nicht mal diese Runde in Oxygen gewesen. Ja, dann war es Blue Sheep. Stern war doch bei... Okay, wer waren denn die Leute, die bei Outdoor Garden waren? Das waren dann dementsprechend die Nufa, die Person, die gestorben ist, in Electric und Stern, oder nicht? Ich glaube, ich werde Yoshida glauben. Von der Runde reden wir gerade. Von jetzt gerade der Runde Stern. Ich habe ein Outdoor Garden, ja. Ja, es gibt einen Hint, Bruder, deshalb würde ich dich voten. Aus meinem Bauchgefühl. Also ich bin nicht böse und das ist auch nicht, also dann ist Maggie für mich hier der Böse an der Stelle. Aber warum ist das deine Schlussfolgerung? Na, weil ich keine Ahnung habe, wer böse ist. Ich kann nur die Admin-Infos geben und ja, okay, du sagst, ich bin's. Aber wir haben noch jede Menge Runden gehabt, aber warum ja, schließt... Ja, aber Clean Homie Jest und so weiß doch, dass die Admin-Info stimmt. Ja, es waren wir, also ich war wirklich... Es stimmt wirklich. Ja, er will mich nur guessen. Er weiß, dass ich gewendet bin. Was für ein Guessen? Ich kann dich nicht guessen. Ich bin nicht Gesser. Auf 6 ist das riskant. Dann hast du Stern die Info gegeben. Das macht mich sehr, sehr sass auf dich gerade. Das war jetzt zu riskant. Ja, es ist... Er hat den Hint gegeben. Jest kann Killer sein. Sie konnte dann Clean Homie nicht töten, weil er shielded ist. Und selber der Medic ist. Ja. Stern und Yoshi sind hier. Das Ding ist, ich glaube halt einfach, dass Yoshi die Info weitergeben wollte. Das ist eigentlich der einzige Gedanke, den ich da habe. Oh. Guck mal, der kann nicht sterben. Stern und Dings sind zusammen. Das heißt, wenn einer von den beiden stirbt, ist der andere der Killer. Außer Clean Homie wurde gesidekickt. Sorry, aber auf 6 ist mir das zu riskant. Ja, verstehe ich. Also ich würde eher nichts mehr Yun Yoshi voten wollen. Dann müssen wir Stern voten. Warum? Weil, doch. Ich sag euch warum. Die einzige logische Erklärung, weil für mich waren die beiden Sass, okay? Also Stern und Yoshilias. Du, ich hätte jetzt nicht den Button gedrückt. Ja, so. Aber vielleicht genau deshalb, weil ich so hart auf Yoshi gepusht habe. Ja, nee, ich verstehe deine Argumentation. Stern, sag, was du sagen willst für den Button, bitte. Ja. Also ich hatte ich kann hier leider nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich nicht wirklich viele Informationen bekommen habe. Das, was ich weiß, ist leider nicht wert. Was? Na, das, was er weiß, bringt nichts, weil diejenigen schon tot sind, die er hätte rausnehmen oder lassen können. Nein, aber zur letzten Runde nochmal. Wenn Nino, bist du neutral? Letzte Runde, ich habe keinen Plan, was da abgeht. Boah. Ich hab ja die Info gegeben an Admin und wenn Stern bei Outdoor war, Nino und die Leiche, dann bleibt für mich dann nur Nino oder Stern. Und weil Smaggy auf mich gepusht hat, habe ich nicht auf Smaggy zurückgepusht. Weil ich Smaggy für mich nicht sass ist in der Situation. Eben, und ich sag ja auch, Smaggy ist für mich auch nicht sass. Yoshi ist für mich durch die Admin-Infos sauber. Vote Stern. Klingt noch, ich vertraue mir einmal. Nein, es ist falsch. Ich denke auch nicht. Doch, es bleibt aber nur noch Stern. Jess, ich habe eine Info und deshalb weiß ich auch genau, dass du und Clean Homie oben im Lab wart. Aber was war deine Info letzte Runde? Egal. Clean Homie, du musst mir vertrauen. Nein, Clean Homie, vertraue nicht, das ist Bullshit. Also ich vertraue tatsächlich nur Clean Homie. Und ich denke, dass bei Yoshi irgendwas nicht in Ordnung ist. Meinst du? Also ich war erst bei Nino nicht so ganz sicher, aber Yoshi, es kann auch sein, dass Nino Jester ist, weil die ich eine Task kam mit zu Maggie kurz gewotet. Vor. Das ist Bullshit, der ist prosecutor wahrscheinlich. Ich habe mit Maggie gewotet. Stern, also, hast du gewotet? Ich muss jetzt hier einen der Dark Colors voten. Ich habe gerade alles logisch erläutert. Ich habe Nino gewotet, aber ich habe keine Möglichkeit. Oder auch Nino, es tut mir leid. Wir haben auch verwendende Rollen. Curly hat sich selbst getötet.
Ach, Scheiße, Leute. Gott. Was macht ihr denn? So ein sinnloser Button auch noch, ey. Fuck. Oh Gott, war das eine wilde Runde. Clean Homie darf nicht sterben. Ach, der kann ja gar nicht sterben. Ich hab die Einschränkung nicht richtig. Oh mein Gott, ich kann nichts machen. Ich werde sterben. Der Sheriff wird auf mich schießen. Oh mein Gott. Haut der Junge von mir ab? Clean Homie, du weißt, ich kann dich nicht töten, du Esel. Ach, Clean Homie, Alter. Mach einen Kill. Einen Kill. Yoshi, mach irgendeinen Kill. Da hat sich einer getraut, bei allen zu schießen. Spannend. Ja. Guck mal. Ich war vorher Medic, habe Clean Homie geschiftet. Und habe ihm ein Schild gegeben. Ja. Und ich kann dir sagen, Clean Homie, warum ich das jetzt droppe, Stern kann nicht guessen. Und Stern kann ist aber nicht der letzte Killer. Nein, bin ich auch nicht. Okay, Moment. Denkst du, wir haben noch einen Guesser drin? Nee, wir haben keinen Guesser mehr. Schon längst gegessen, kein Killer-Guesser. Was bist du für eine Rolle, Smaggy? Bruder, welche Rolle habe ich wohl? Ich habe dir ein Schild gegeben und die Medic-Rolle. Na und? Die Info kannst du auch von woanders haben. Ich habe dir ein Schild gegeben und die Medic-Rolle, als ich den, kurz bevor ich eine Handschellen bekommen habe, als wir am S-Dings waren. Ich würde gerne Zwischencall einwerfen. Also entweder wurden wir jetzt... Wir machen gar nichts. Ist Yoshilias nicht geflogen letzte Runde? Ich wollte diesen einen Kill machen gerade in der Runde und dann wird der Button gedrückt. Ich kann nicht mehr. Weil ich wollte Stern eh gessen. Auf ja, du hättest Stern sofort gessen müssen, dann hätte ich die Clean Homies Rolle schon gedroppt. Ach so, naja, das wusste ich ja nicht. Ich habe vor allem die Einstellung falsch. Ich konnte nicht killen. Oh mein Gott, nein. Was? Was meinst du, warum ich die hinterhergelaufen bin? Ich denke mir so, Bruder, stich rein! Junge, ich dachte, ich war so verwirrt gerade, als du reportet hast.